er abgestraft. Es gab ja am Freitagnachmittag, ist sie schon unter Druck gekommen. Waren die Zahlen, vor allem die operativen Zahlen, wirklich so schlecht? Also die operativen Zahlen waren nicht unbedingt so schlecht, aber wir müssen hier mehrere Vergleichsgrößen anstellen. Und die Vergleichsgrößen liegen dann durchaus auch eben in den USA. Und dort sehen die Bankergebnisse anders aus, ganz anders, trotz auch Belastungen durch Strafzahlungen im Rahmen von nachgewiesenen Manipulationen. Wie kommt das, dass die so anders aussehen? Ich glaube, dass Amerika in der ganzen Krisenlösung eben ganz anders vorangegangen ist. Man hat die Banken sofort mit Working Capital zwangsmäßig ausgestattet und damit eben diese ganzen Fehlentwicklungen, die wir hier im Finanzsektor hatten, weitgehend vermieden. Das spielt dabei eine Rolle. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube auch, dass die Deutsche Bank viel zu lange an alten Hüten hier festgehalten hat. Das ist für mich der entscheidende Punkt. Alte Hüten insoweit, als man sich eben nicht auf die neuen Konstellationen so eingestellt hat. Und das größte Problem ist, dass die Deutsche Bank bei jedem einzelnen Skandal, den es gibt, bezüglich von Manipulation, immer mit dabei ist. Und so etwas ist grundsätzlich für ein Geschäftsmodell in Europa, wo wir auch eine andere Moral und Ethik haben. Aber was ist es jetzt, Herr Hellmeyer, für eine US-Bank? Was ist es jetzt, was die Deutsche Bank jetzt so belastet? Da waren jetzt mehrere Themen, hatten Sie es genannt. Also bei Skandalen hat sie sofort immer hier geschrien. Die amerikanischen Banken, hatten Sie gesagt, sind doch mehr mit Working Capital ausgestattet worden. Also es ist ja eine Vielzahl von Baustellen, teilweise selber verschuldet, teilweise auch von außen. Wo geht die Reise dann für die Deutsche Bank hin? Wird sie das irgendwann abschütteln wie die amerikanischen Banken? Sie wird es irgendwann abschütteln, aber ich glaube, man muss sich in der Bank in der Tat neu aufstellen. Und der Ansatz ist ja gemacht, dass man eine neue Ethik hat. Nur dann muss man wirklich sauber aufräumen und im Grunde genommen in Vorleistung treten. Und dieser Eindruck ist bisher nicht entstanden. Also die Deutsche Bank wird das Ganze überleben, das ist das Erste. Und ich bin ja ein ehemaliger Mitarbeiter des Hauses. Ich bin 1990 gegangen und ich wünsche der Deutschen Bank von Herzen, dass sie wieder zu ihrem eigentlichen Geschäftsmodell zurückkehrt, was auf Augenhöhe mit den Kunden liegt. Und dann wird das Ganze auch wieder besser. Aber wir haben erstmal sicherlich viel Abschreibung gesehen und auch eine gewisse Vorleistung jetzt in den aktuellen Daten drin. Aber ich bin mir nicht sicher, ob hier noch die eine oder andere schwarze Wolke im Sinne von Fehlverhalten der Bank uns im laufenden Jahr erreichen wird. Wir wissen, dass im Moment die Manipulation an Devisenmärkten von Elke König ganz von der BaFin auf das Trapez gucken wird und vor allen Dingen auch die Manipulation an den Edelmetallmärkten. Wir hören, die Deutsche Bank zieht sich vom Goldfixing zurück. Also hier sind noch Themen offen, die im laufenden Jahr für negative Überraschungen sorgen können. Und wenn das so sein sollte, kann ich der Deutschen Bank nur nahelegen, dass sie damit proaktiv umgeht und klarstellt und vielleicht auch mal klarstellt, was in diesem Konglomerat der Finanzaristokratie, wozu sich die Deutsche Bank ja auch zählt, vielleicht an Fehlentwicklung da ist. Die UBS war Whistleblower. Vielleicht sollte man bei der Deutschen Bank auch mal Whistleblower sein und sich dann frühzeitig eben... Ja, bleiben denn eigentlich noch genügend Skandale und Skandälchen, wo man Whistleblower sein kann? Also ich denke, gerade beim Edelmetallsektor haben wir eine klassische Situation, wo eine Whistleblower-Funktion den Großbanken sehr gut zu Gesicht stehen würde. Die Edelmetallmanipulation ist faktisch seit 10 Jahren, findet sie statt. Und wer hier proaktiv ist, mag sich in eine bessere Ausgangsposition setzen als vielleicht die anderen Banken, die dort noch viel wesentlicher eine Rolle spielen. Und das können wir mal schön dann an den Anteilen an den Future-Märkten davon ableiten. Kurz noch, Hellmeyer, ehemaliger Mitarbeiter der Deutschen Bank, haben Sie sicherlich noch ein paar Aktien mit ausgenommen, gehe ich mal einfach davon aus. Nee, geht nicht um Sie, sondern um Ihre Einschätzung zur Aktie der Deutschen Bank. Wir sehen ja heute ein kräftiges Minus, 4-5%. Sie wissen, ich gebe keine genauen Prognosen für Einzelwerte, aber ich möchte Folgendes sagen. Es gibt ganz viele DAX-Unternehmen, die derartige Probleme nicht haben. Und für einen Investor, der ein gewisses Sicherheitsprofil für sich in Anspruch nimmt, mag es besser sein, sich in diesen Aktien zu tummeln. War im Prinzip auch eine ganz klare Ansage. Volker Hellmeyer, Chefanalyst der Bremer Landesbank. Vielen Dank.